Mann, Sprachfehler. Gut, das habe ich jetzt ganz ehrlich im Normal-Durchspielen auch verpasst, den Secret. Denn hier gab es einen Secret, wer genau hingesehen hat, hat ihn gesehen. Ich habe ihn damals, wo ich das gespielt habe, nicht gesehen. Außerdem sind das jetzt die einzigen, ich würde einfach mal sagen, 7 Parts oder 6 Parts, was das sein wird, die nachkommentiert sind. Danach wird es nie wieder hoffentlich nachkommentiert sein. Hoffe ich jedenfalls, weil nochmal nachspielen will ich das ganz ehrlich nicht. Gut. Aber wenn das auch nicht geht, dann muss ich natürlich nachkommentieren. Ist natürlich doof. Essen bleibt natürlich Zeit. Und wir befreien da drüben. Denn da drüben ging es einfach ins Ziel und hier gab es doch ein Zauberzahnrad. Der Gegner da drin hat irritiert. Der wohl letztens da drinnen war. Finde ich echt doof. Von Erfindern, aber ja. Da geht dann keiner freiwillig rein, ne? Aber ich gehe da gerne freiwillig rein. So. Und wir haben es mit 2 Zauberzahnrädern nur geschafft. Doof. So, ich werde euch jetzt ein bisschen zusammenschneiden, wo ich die Zahnräder vergessen habe. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt Zauberzahnräder auf der Flucht. Also, wir schalten noch den Boss frei. Die Polarlichter. Gut. Und damit geht's wieder los. Ja, so Leute, damit geht's wieder los. Wir haben's endlich. Bis zum Bosskampf haben wir uns vorgekämpft. Es hat so lange gedauert. Und ja, ich bin ganz gespannt drauf, wie es wohl ausfallen wird. Ich habe ein kleines Secret eingebaut, vielleicht hören wir es jetzt gleich, und zwar genau jetzt. Es ist ein Kung-Fu Gorilla. Und im Hintergrund hört ihr gerade Kung Fu Fighting Musik, gemischt mit ein bisschen Kirby Melodie und meiner Wenigkeit. Wer die Musik ganz hören will, ja, YouTube, Google, www.gidfat.de.com, whatever. Ja. Und ich schau grad nach, was für Fähigkeiten wir überhaupt noch einsetzen können mit Ninja.
ja, nicht wirklich viele. Einfach mal drauf loslegen. Also unten oben B. Die Attacke, die ich jetzt gerade immer die ganze Zeit versuche. Vielleicht seht ihr es. Und ja, es sieht gar nicht gut aus für uns. Das Video hat 1:12 gedauert. Jetzt dauert es noch 1 Minute. Ich finde schön, 6 Parts gehen sich also damit aus. Das ist genug für eine Woche. Gerade mal, glaube ich. Gut. Aber jetzt, nicht mehr erwähnt, ist sowieso das Brawl-Turnier im Gange. Und jetzt sehen wir es noch seine Rage-Phase. Das Brawl-Turnier wird, glaube ich, also Februar wird dann sowieso hochgeladen. Wann es endet, ich glaube einfach mal Ende Februar. Ich hoffe einfach auch mal. Und das war's dann mit mir. Würde ich damit einfach mal ganz schwer behaupten. Nee. Aber jetzt. Okay. Und jetzt, ganz ehrlich gesagt, jetzt würde die Musik noch besser passen als zuvor, denn jetzt entscheide ich mich für Fighter. Oh yeah, erstmal testen. Was können wir mit Fighter überhaupt? Und dann sofort in die Tür. Mir fällt gerade auf, das Finale wird dann erst im nächsten Part sehen, also tut mir echt leid. So von gar nicht. Denn das war's dann auch mit dem Ninja-Affen. Denn mit dieser Fähigkeit kann ich auch schon mal spoilern, schaffe ich es auch nicht. Ihr seht's ja. Oh. Jo, welche Fähigkeit die beste für den Ninja-Affen ist. Und wie das alles ausgehen wird, erfährt ihr im folgenden Part darauf. Ich würde einfach mal sagen, tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So Leute, jetzt wird es ein richtiges Everybody was Kung Fu Fighting Duell. Im Hintergrund wieder die altbekannte Musik aus dem letzten Part. Ich habe mir eine sehr gute Fähigkeit geholt. Yes. Es ist der Tornado. Und ich versuche jetzt einfach mal nicht mit der Melodie mitzusingen im Hintergrund. Ich liebe dieses Lied einfach, ganz ehrlich gesagt, aber ja. Gut. Ich hoffe einfach, dass wir ihn auch im Ton kriegen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Obwohl ich jetzt schon wieder hin und her fliege, rechts, links, überall geht's lang. Aber das ist, ganz ehrlich gesagt, extrem gut sieht das aus für mich. Und jo. Ich würde sagen, das war's, Gorilla, mit dir. Tschüss. Haben wir es geschafft. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ich musste die Musik im Hintergrund rauslöschen. Mann, bin ich gut. Ein richtiger Kirby Dance, yeah! Schön. Ihr glaubt nicht, wie anstrengend dieser Bosskampf für mich war. So, Cutscene. Ich bin still. Obwohl eh nicht so viel gesprochen wird. Ja, episch, nicht wahr? Du hast es geschafft, Kirby, mein Sternkreuz hat jetzt endlich wieder ein Emblem. Endlich! Und fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn du die Lore wieder zum Schluss darfst und mir in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Aber irgendwie war es das alles wert. Immerhin habe ich dich dadurch getroffen. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Du bist echt toll. Keine Ahnung, hab's nicht gelesen. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder.
Bombenprüfung, wie gesagt, habe ich schon offscreen geschafft. Und, jo, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Kirby's Adventure. Oui, also, Leute, bis zum, ja, keine Ahnung, was ich jetzt gerade überhaupt mache. Gut, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kirby's Adventure Wii. Wenn die letzten paar Sekunden noch stumm kommentiert sind, dann tut es mir leid. Also, tschüss, Leute, bis dann. Thank you.